Hey, mein Name ist Tom und das ist TomTo. Heute bin ich bei der Rider Academy von KTM. Das und mehr nach dem Intro. So Leute, jetzt sind wir schon bei der Motorradausgabe und ich habe mir die 1290 KT gesnackt. Keine Ahnung, wie das Ding fährt. Ich bin sowas noch nie gefahren, deswegen wird spannend. Wird eine lustige Partie, glaube ich, heute. Ist doch mal jetzt ein bisschen was anderes vom Cockpit her, als ich so normal gewohnt bin. Ich muss dazu sagen, heute machen wir so ein bisschen Fahrschulthematiken, aber halt angeblich auf witziger und auf interessanter und viel tiefer in die Materie rein, als das Ganze so in der Fahrschule gelernt wird. Deswegen bin ich schon mal richtig gespannt. So Leute, jetzt sind wir schon bei der allerersten Station und es geht jetzt mal darum, dass wir ein bisschen einfahren. Wir haben jetzt hier hinten so einen Kreidestrich bekommen, mit dem wir da top motiviert unterwegs sein werden. So, und das allererste sind jetzt Kreisbahnen fahren. Das heißt, hier so ein bisschen einfach mal im Kreis fahren. Ich muss mich sowieso wieder an das legende Gefühl gewöhnen. Bei der zweiten Übung ging es aber dann schon direkt in das Schräglagentraining über. Wir hatten 30 Grad Schräglage eingestellt und sollten das Ganze einfach mal ausprobieren mit den Auslegern, die Ausleger mal aufsetzen lassen, wieder hochheben, aussetzen und. Einfach ein bisschen üben und das Gefühl mit Auslegern zu fahren gewöhnen. Bei der nächsten Aufgabe ging es jetzt darum, dass wir 40 Grad Schräglage ausprobieren und dass wir einfach den Lenker in die Kurve hineinschieben und damit einfach das Gefühl dafür zu bekommen, das Motorrad richtig zu lenken und was da eigentlich sogar noch geht bei 40 Grad Schräglage, aber auch wie träge das Motorrad geworden ist in 40 Grad Schräglage. Dass halt auch einfach dann deine Reserven relativ gering sind, wenn du 40 Grad Schräglage fährst. Duke 390, ich bin gespannt, ich mag das Motorrad extrem gern, deswegen freue ich mich, das mal wirklich mit Schräglage auszuprobieren. Habe ich so in der Form noch nicht, deswegen schauen wir mal. Bei der Übung jetzt ging es darum, dass wir wirklich das Ausweichen in der Schräglage probieren. Das heißt, ich muss dann nach innen ausweichen, zum Beispiel, wenn ein Hindernis wäre und wir probierten aus, ob das noch geht. Aber man sieht einfach, wie krass träge das geworden ist. Also da geht nicht mehr viel, wenn du da in voller Schräglage mit 40 Grad ausweichen musst. Da kannst du nicht mehr so schnell ausweichen. Und das war ganz interessant zu sehen, weil das macht man halt auf der Straße dann doch nicht. Zumindest, wenn man nicht muss. Nach ganz vielen Übungen in der Schräglage ging es dann zu einer nächsten Station zum Slalomfahren. Und hierbei war ein ganz wichtiger Punkt die Blickführung, damit man erkennt, okay, beim Slalomfahren zählt zwar auch, dass ich lenken kann, aber die Blickführung ist auch enorm wichtig. Und man merkt auch im Laufe des Verlaufes, je enger der Slalom wurde, desto schwieriger wurde es, den Blick richtig einzusetzen. Dass man auf die richtigen Kegel schaut, um durch die Kurve oder um die Kegel rumzukommen. Das war gar nicht mal so einfach, aber mit seinen Tipps wurde das dann von Mal zu Mal viel, viel besser. Am Nachmittag geht es jetzt hauptsächlich nicht mehr so um das Thema Blickführung, sondern mehr um das Thema Gleichgewichtssinn am Motorrad. Mit verschiedensten Übungen wird uns versucht zu zeigen, wie man das Gleichgewicht ein bisschen besser hält und Übungen auch dafür, eben diese Stop-and-Go-Übungen, eben dass ich stehe und die Füße nicht runtergeben muss, sondern direkt weiterfahren kann. Das sind also jetzt die allerersten Übungen gewesen, die wir jetzt am Nachmittag machen. Die werden wir nicht morgen brauchen, wenn wir dann wirklich in den Berg reinkommen und diese Spitzkehren und so weiter fahren. Und heute, also es geht wirklich in diesem Kurs darum, dass du auf der Straße besser fährst. Ein klarer Vorteil von dem Training war halt einfach, dass wir wirklich den direkten Draht zum Trainer immer haben. Also wir waren nur 6 Leute und es ist auch auf maximal 6 Leute begrenzt, diese Teilnehmeranzahl. Und da hat sich halt der Trainer wirklich für jeden Zeit nehmen können und jedem immer wieder Tipps geben können, um besser zu werden. Und das war eigentlich wirklich angenehm. Aber auch kompetitive Elemente waren an dem ganzen Tag am Trainingsplatz immer mal wieder eingebaut. Wie zum Beispiel ein Slow Race oder, was ich neu kennenlernen durfte, ein Battle, wo 6 Motorräder nebeneinander stehen, alle losfahren und das Ziel ist es, den anderen aus dem Kreis rauszudrängen oder ihn dazu zu bringen, den Fuß abzustellen. Ist ziemlich lustig und hat uns alle, glaube ich, relativ viel Spaß gemacht. Deswegen, das war auch ein Element, was ich echt so weiterempfehlen kann. Das ist einfach, lockert das ganze Trainings auf, aber es hat halt auch diesen Background, eben Gleichgewicht und so weiter, der da auch sehr relevant ist oder Blickführung auch. Zum Abschluss des Tages haben wir dann noch blockierendes Vorderrad im Dreck simuliert und das war mal richtig scary, da im Dreck voll rein zu bremsen. Und man hat aber ganz klar gesehen, dass man das auch überleben kann bzw. schaffen kann, wenn man nur einfach ordentlich drauf sitzt und
Lenker, also seine Arme ausstreckt und wirklich den Lenker festhält, dann kann man auch ein blockierendes Vorderrad in gewisser Weise handeln und hat Zeit, darüber nachzudenken, was du als nächstes machst, wenn du den Lenker richtig hältst. Das war sehr interessant zu sehen, weil wir kennen es doch alle. Ein blockierendes Vorderrad ist so ziemlich das Schlimmste, was dir passieren kann als Motorradfahrer. Ja, als Motorrad hatte ich den ganzen Tag die 1290 GT. Eigentlich ein ziemlich cooles Motorrad, zwar nichts für mich, weil im Vergleich zur Supermoto, ey, das ist so breit, das ist nichts für mich. Und vor allem ist es auch fucking schnell. Also das ist auch nochmal sehr viel PS. Aber ein interessantes Motorrad, wo ich mich freue, das morgen dann auch wirklich in den Bergen auszuprobieren. Aber dazu hätte ich gesagt, ich stelle euch die Frage des Videos, nämlich, wart ihr schon mal beim Fahrsicherheitstraining, wo ihr sagt, okay, das hat mir wirklich fahrerisch etwas geholfen und ich bin sicherer und besserer und schneller und lustiger um die Kurve gekommen? Oder waren die Fahrsicherheitstrainings bei euch eher uninteressant und es ging halt wirklich sehr theoretisch zu und sehr trocken und es machte keinen Spaß? Schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare, das würde ich echt gerne wissen. Und jetzt geht's raus auf die Berge. So, wunderschönen guten Morgen zu Tag 2 bei der Riders Academy. Heute geht's ans Bergtraining und wir machen jetzt mal ein bisschen Warmfahren zuerst, weil die Motorräder sind noch komplett kalt und natürlich wieder ein paar Fotos, ihr kennt das. Presseevents sind immer mit ganz vielen Fotos. Und das machen wir jetzt als erstes und dann geht's so richtig los in den Tag. Ich bin schon gespannt, was der Tag bringt. Ich werde heute ziemlich viel auf der 1290 GT fahren. Ein Motorrad, was ich so noch gar nicht kannte schon, aber noch nie davor gefahren bin. Deswegen macht's das Ganze noch ein bisschen interessanter. Ich muss euch ja nicht sagen, der erste Tag war verdammt anstrengend eigentlich. Also man glaubt es nicht, wie sehr einem klassische Gleichgewichtsübungen, Fahrtechnikübungen doch zusetzen können. Also es ist wirklich so gewesen, dass ich mir dachte so, wow, ein anstrengender Tag am Abend. War natürlich ein langer Tag, es waren, ich glaube, netto Trainingszeit 6 Stunden oder so, was eigentlich echt viel ist und wo man halt auch viel natürlich mitnehmen konnte, aber was auch für den eigenen Kopf ein bisschen schwierig zu verarbeiten war. Also Step 1 am zweiten Tag ist Kurvenziehen. Und das ist mal etwas echt Schönes im Vergleich zu gestern, die Kreiselbahnen am Anfang, den ganzen Vormittag. Da waren wir dann schon echt flau im Magen und heute, das ist halt genau das, was ich liebe und das ist halt, was dieses Training auch bietet. Das ist ganz interessant. Wir haben halt auch ein paar Anweisungen, wie schon erwähnt, bekommen, wie man sich richtig aufs Motorrad sitzt und so weiter. Das ist halt einfach nochmal so ein bisschen auffrischen von dem Gelernten oder von dem, was man mit der Zeit halt einfach ein bisschen ins Hintertreffen rückt, weil man sich auf andere Dinge konzentriert oder einfach faul und schlampig wird manchmal. Das bringt einfach schon nochmal einen ordentlich zurück. Zumindest der erste Step. Später, wenn es dann wirklich ums Kernfahren geht und so weiter, lerne ich sicher auch wieder was Neues. Aber der erste Step ist so ein bisschen Refreshing von dem Gelernten und das ist auch nicht schlecht. Also ich bin auch immer ein Fan davon, solche Dinge mal zu refreshen, weil man vergisst so viel und so schnell. So, die erste Übung heißt Schieben, das heißt, wir dürfen uns jetzt nicht mehr mit dem Lenker bewegen, sondern wir dürfen uns nicht mehr mit dem Oberkörper bewegen, wir dürfen nur den Lenker in die Kurve schieben, das was wir gestern auch schon mehrmals gemacht haben, aber das sollte eigentlich kein Problem sein, weil Schieben, das tue ich eh eigentlich immer beim Drücken und Fahren und ich fahre relativ viel drücken und wie gesagt, Oberkörper soll gerade bleiben und einfach in die Kurve schieben. Das ist mal ein schönes Training, so gemütlich, ein paar Kurven ballern, immer mal wieder ein bisschen Input bekommen und nachher muss man dazu sagen, gibt es ja auch nochmal ein Einzeltraining bei den Kehren, wo du nochmal genauere Infos und alles zu dir als Rider bekommst. Das Spitzkehrentraining begann dann auch sofort und ihr seht schon, der Trainer stellt sich dann wirklich in die Kehre hinein und ihr fahrt dann vorbei und er sagt euch über Funk an, was ihr ausprobieren sollt, was ihr mal testen könnt, ob das besser ist oder eben auch, was ihr falsch macht bzw. was ihr verbessern könntet. Das haben wir dann einige Male gemacht, bis das dann für alle gepasst hat, bis natürlich auch wieder die Fotos im Kasten waren. Ihr wisst, das Presseevent, das ist immer mit Fotos, deswegen nicht wundern, wenn da ein Fotografen irgendwo steht. Ja, zweite Station des heutigen Tages ist dann schon die Linienführung. Also wir haben jetzt Blicktechnik durchgemacht und jetzt kümmern wir uns so ein bisschen um die Linienführung bei den Kurven und schauen, dass wir eine bessere Linienführung hinbekommen. Ich bin jetzt auch nicht mehr auf der Super Duke GD, sondern auf der 97 Duke und ich muss mal ehrlich sagen, die Bremsen sind ja echt ein Wahnsinn, wie viel schlechter die von der Duke 97 sind. Aber da kann man natürlich auch eigentlich nicht vergleichen, aber das schreckt mich halt gerade aktuell schon, weil ich eigentlich jetzt die ganze Zeit die GT gefahren bin und jetzt die 97 und dann war so, oh fuck, ich greife ins Leere.
Das ist schon ein bisschen scary am Anfang gewesen, aber jetzt gewöhne ich mich wieder dran und dann ist es genauso wieder gut mit ihr. Auch am zweiten Tag kam die Theorie definitiv nicht zu kurz. Wir hatten immer wieder kleinere Sessions von Theorieeinheiten und haben dann das theoretisch Besprochene gleich wieder auf der Straße ausprobiert und haben halt sozusagen den ganzen Tag dann so weiter trainiert, bis dann das Einzelcoaching begann. Und zum Ende des Tages ging es dann nochmal in das Einzelcoaching, wo man ihm alle Fragen stellen konnte, wo er sich nochmal rein um jeden einzelnen Fahrer gekümmert hat, was dann auch nochmal einiges an Tipps und Tricks zum Herausholen für einen selbst geboten hat. Ja, kommen wir zum Fazit der Riders Academy. Ich bin jetzt 2 Tage unterwegs gewesen mit ihr, habe vieles gelernt. Am ersten Tag waren wir rein am Platz und am zweiten Tag heute waren wir nur in den Bergen unterwegs und haben uns Spitzkehren und all das angesehen, wie das funktioniert. Das Coole, was ich an diesem Training oder an diesem Kurs finde, weil Training ist ja nochmal so anderes oder Trainieren ist nochmal so anderes, ist, dass die Academy oder die Riders Academy einen anderen Ansatz verfolgt als alle anderen Trainings oder viele anderen Trainings, nämlich nicht wir irgendwelche Übungen nacheinander klatscht, einfach so, wie es am besten passt. Nein, hier wird wirklich darauf geachtet, dass jede Übung auf die andere Übung aufbaut. Das setzt aber auch voraus natürlich, dass du die erste Übung verstanden hast oder auch beherrscht, meiner Meinung nach. Klar, er meinte, dass sehr viel individuell auch gemacht wird, aber im Endeffekt solltest du eine Übung danach auch verstanden haben, nachdem du sie gemacht hast, weil die nächsten Übungen bauen direkt auf diese Übung wieder auf. Und das solltest du wissen, wenn du hier bereit bist mitzukommen. Und wir sind in Österreich wieder. Yes! Aber ich hätte gesagt, wir springen jetzt nochmal zum ersten Tag zurück, denn das war, finde ich, der interessantere und lehrreichere Tag. Warum? Weil du da viel konkreter und direkter das Feedback hattest. Er stand irgendwo, hat dir halt die Anweisungen gegeben, während du vorbeigefahren bist. Jetzt beim Fahren konzentriert er sich ja immer auf einen Rider, was auch voll wichtig ist und so, also was wirklich wichtig ist. Aber die anderen Rider können so ein bisschen frei fahren bzw. die Technik anwenden. Aber man muss ehrlich sagen, man wird da doch ein bisschen schlampiger oder man macht das nicht zu 100% so, wie das eigentlich gedacht ist. Und da braucht man einfach der Kopf ein bisschen wieder Wiederholung, was auch immer wieder geschehen ist. Aber man muss klar sein, der zweite Tag ist nicht so technisch passiert und nicht so feedbackorientiert wie der erste Tag. Und ich glaube, dass für den zweiten Tag auch wirklich das Verständnis vorhanden sein muss vom ersten Tag. Wenn das nicht da ist, dann mach den zweiten, oder dann kannst du ihn eh nicht machen, aber dann wird es auch schwierig, wenn es nur so ein bisschen da ist, das Verständnis für den zweiten Tag. Was gut ist eben auch am ersten Tag, ist, dass du direkt Feedback kriegst. Also ich glaube, gerade den ersten Tag, den kann wirklich jeder machen, weil er enorm viel bringt in Sachen Schräglagenfreiheit und Wohlfühlzone, was Schräglage angeht. Weil jeder hat seinen individuellen Bereich an Schräglagenfreiheit oder Schräglage. Und das wird halt mit diesen Auslegern nochmal extrem gut trainiert, dass man da sich mal vertrauen kann und auch dem Reifen mal vertrauen kann und sagt, okay, ich lege das Motorrad jetzt einfach um. Okay, ich bleibe einfach stehen und lass umfallen. Scheißegal. Kannst du alles machen am ersten Tag. Und halt voll praktisch. Das ist wirklich cool. Großer Mankopunkt finde ich aber noch immer trotzdem alledem den Preis. Ich weiß, es ist sehr aufwendig, den Trainer, Plätzmiete und so weiter. Aber das ist, glaube ich, der größte Kritikpunkt für mich an dem Training, weil 319 Euro sind sehr, 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 sehr viel Geld. Was auf der anderen Seite für Sicherheit oder mehr Sicherheit und mehr Schräglage vielleicht gar nicht mehr so schlecht investiert ist. Was aber halt eben sehr viele Leute abschreckt. Und ich hätte mir gewünscht, dass da vielleicht in Zukunft, also es ist geplant irgendetwas, aber da haben sie noch nicht genaueres gesagt, deswegen kann ich darauf jetzt nicht Bezug nehmen, dass gerade für die jüngeren, also 125er Fahrer, so etwas geben würde. Weil gerade die sind nicht die, die mir die Posts schicken im Frühjahr, und das passiert jedes Jahr jetzt schon, wo sie mir schicken ähnliche Videos, wo sie aus der Kurve Kerzen gerade rausfallen, weil sie keine Kurve fahren können, weil sie nicht lenken können in der Kurve. Das gibt es jedes Jahr wieder. Und gerade bei denen würde ich mir wünschen, dass der Ansatz wäre, aber angeblich kommt da noch was dazu, deswegen kann ich da noch nicht fazittechnisch so viel dazu sagen. Und ihr seht eh schon, jetzt machen wir wieder diesen Wechsel vom Intercom, also das kriegst du einen Klettverschluss dran, ihr seht es da vorne, und das kommt dann an deinen Helm wieder dran und du hast dann keine Probleme mehr. Na gut, mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht die letzten 2 Tage und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit dem Video, deswegen bewerte nicht vergessen. Ich freue mich über jedes Kommentar und dann, mein Name ist Tom, danke fürs Zusehen, haut rein und pfiat euch!